Einsamkeit man spüren musste, insbesondere wenn man auch noch Streit in der Familie hatte, den man selbst provoziert hat, dass man dann so einsam ist, dass man das als einzigen Weg sieht. Das hat mich betroffen gemacht. Das Erste war, wie kann ein Mann, der so viel Geld besitzt, so viel Werte um sich herum hat, so ein Risiko spielen, so ein Spiel zu machen, das ihn praktisch, wenn es schief geht, an den Rand des Ruins bringt. Das war für mich ein bisschen unverständlich. Ich kann durchaus verstehen und auch nachempfinden, was in diesem Mann vorgegangen sein muss, als alles das, was er sich aufgebaut hat, drohte zusammenzubrechen und auch im Einzelnen zusammengebrochen ist. Das kann ich nachvollziehen, dass das für ihn große Schmerzen, große Enttäuschung bereitet hat. Zweifel am eigenen Selbstwert, Zweifel an seiner eigenen Lebensaufgabe. All das kann ich nachempfinden und auch nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist den Freitod zu wählen und sich, das muss man ja fairerweise so sagen, sich der Verantwortung zu entziehen. Das ist für mich genau das Beispiel, wo das ganze Selbstverständnis nur an der Funktion aufgehangen war. Und wenn dieses Kartenhaus dann zusammenbricht, dass man selber als Mensch dann zusammenbricht. Und das, muss ich sagen, könnte ich bei mir schwer vorstellen. Weil ich eben glaube, ich definiere mich nicht über meine Macht oder meine Position, die ich habe. Professor Thomas Drujen, Vermögensforscher an der Sigmund-Freud-Universität von Wien, hat die Welt des Reichtums vermessen. Ihm haben sich Millionäre und Milliardäre anvertraut. Aus Deutschland und ganz Europa. Er weiß, wie die Mehrheit dieser Klientel denkt und wie es derzeit um sie steht. Da kann man wirklich eindeutig belegen, dass mit dem proportionalen Zunahme des Geldes keine proportionale Zunahme des Glücks vorliegt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil haben wir beobachtet, also gerade hier bei uns im deutschsprachigen Raum, dass Ängste, Sorgen, was wird aus den Kindern, wie geht's mit der Familie, sich im Grunde durch alle Milieus zieht, bis in Milliardärshaushalte. Also dass sich durch fundamental viel Geld sozusagen die innere Welt verändert, das stimmt nicht. So, das ist, wenn man Kaltschlag macht. War ganz schlecht. Muss ich noch einen machen. Joachim Hunold liebt den dezenten Auftritt. Als Student hat er in Düsseldorfer Altstadtkneipen gekellnert. Eine Zeit, die er als sein Psychologiestudium bezeichnet. Mit Geld zu spekulieren ist ihm fremd. Da war er immer äußerst konservativ. Nee. Gib auf. Ich habe wirklich, als ich einfacher Mitarbeiter schon vor LTU-Zeiten war, ich habe immer geguckt, dass ich viel Geld und nicht Anlage, sondern viel Liquidität auf der hohen Kante hatte und habe dann irgendwann angefangen, mir so ein Polster aufzubauen, dass ich in dem jeweiligen Lebensstandard hätte 5 Jahre weiterleben können. Das heißt, was ich versucht habe, ist, mich nie vom Job oder von der Position, die ich gerade habe, abhängig zu machen, sondern eben mir die Unabhängigkeit dadurch erkauft, dass ich eben viel auf der hohen Kante hatte. Und dadurch war ich natürlich auch freier in der Argumentation. Hunold hortet das Geld. Er ist ein Visionär, der weiß, wann der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Wenn es sein muss, ist er bereit, alles einzusetzen. Mein Vater hat damals nur einen Satz zu mir gesagt: Junge, wenn du im Leben was erreichen willst, dann musst du mal ein Risiko eingehen. Und dieser Satz hat eigentlich alles beinhaltet. Er hat nicht gesagt, ich unterstütze dich, aber er hat mir irgendwo den Rücken gestärkt und hat mir eben eine gewisse Weisheit mitgegeben. Und die habe ich dann auch beherzigt. Und als ich die Air Berlin gekauft habe, habe ich alles, was ich hatte, eingesetzt. Das war schon eine schwierige Zeit, wo ich alles in die Waagschale geworfen habe. Er hat den Rat seines Vaters befolgt. Heute ist er am Ziel. Hunold ist unabhängig. Ein Self-Made-Man, der es geschafft hat.
Ob im Hauptquartier seiner Airline in Berlin oder unterwegs auf Sylt. Der Patriarch hat ständig alles unter Beobachtung. Wissen Sie in jedem Moment eines Tages, wie es finanziell bei Ihnen aussieht? Absolut. Jeden Tag Liquiditätsstand, alles. Und den holen Sie sich auch über Ihren Rechner rein? Sozusagen. Rechner, ja, heute muss ich mir nicht mehr aktiv reinholen, sondern den kriege ich morgens geschickt. Im mallorquinischen Hafen Puerto Portals liegen die Yachten der Erfolgreichen. Willi Weber, mit 67 Jahren längst im Rentenalter, gönnt sich hier nur selten eine Ruhepause. Mit seinem Privatflugzeug pendelt er jede Woche zwischen Stuttgart, Mallorca und dem Rest der Welt. Wie ein Feldherr durchschreitet Weber die Straßen und Plätze. Schumi hat aufgehört, aber er, der große Kommunikator, wird immer noch gebraucht. Er ist der Strippenzieher der Formel 1. Immer auf der Suche nach neuen Talenten. Ich bin mir eigentlich für nichts zu schade. Ich kann heute alles machen. Und wenn irgendwo ein Problem entsteht, dann versuche ich das zu lösen. In der Form, dass ich einfach sage, wo ist es der nächste Job, den ich annehmen kann. Und ich weiß genau, wenn ich heute irgendwo in ein Geschäft einsteige, in dem ich hart arbeiten muss, dann bin ich mit der Zuversicht in das Geschäft eingestiegen, dass es mir spätestens nach einem Jahr gehört. Für die Größe des Erfolges steht hier die Länge der eigenen Yacht. Weber hat sein Schiff gerade verkauft. Er ist gelassener geworden. Auch ohne großes Boot ist er ein Mann. Der liebe Gott hat es schon gut mit mir gemeint. Aber er hat auch nichts ausgelassen. Ich bin auch wirklich hier schon durch Fegefeuer und Hölle gegangen. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen da rein als Manager mit einem Formel-1-Fahrer und dieser Formel-1-Fahrer geht plötzlich ab wie eine Rakete. Ich musste ja genauso schnell wachsen wie er. Ich musste den Erfolg auffangen, den Erfolg umsetzen, das Ganze bündeln, das Ganze managen und zwar fehlerfrei, so dass ich immer weniger aus der Schusslinie kam. Hätte ich mir Fehler erlaubt, hätte Michael zu Recht gesagt. Also der Herr Meyer hat gesagt, das hätte er besser gemacht und du hast hier einen Fehler gemacht und das und das und das. Also das hat mich schon unter Zugzwang gebracht, diese Situation. Aber nicht, dass ich die Angst gehabt hätte, Michael würde sich jemals von mir trennen. Die war nie da. Wie ist das, wenn sich von heute auf morgen alles ändert? Wenn man plötzlich Millionen verdient? Ein Glücksgefühl? Ich wurde ja mein ganzes Leben lang immer nur aufgrund meines Erfolgs bezahlt. Das, was ich gebracht habe, habe ich meine Prozente bekommen. Und das ist auch so, wie ich heute noch arbeite und wie ich einfach an Geschäfte drangehe. Wenn ich erfolgreich bin und ich bin gut, dann habe ich auch das Recht auf eine ordentliche Bezahlung. Ich bin der Beste und deswegen spiegelt sich das in der Form einfach ab, dass ich sage, ich muss das beste Geld bekommen. Wenn ich der Beste bin, dann habe ich das Anrecht auf die beste Bezahlung. Wenn sich die Geldelite selbst belohnen will, dann reist sie nach Monaco. Am Abend erstrahlt die Glitzerwelt in vollem Glanz. Die Society kennt keine Pause. Charity-Bälle, Modenschauen, Fête votre jeu. Das Fürstentum zieht Welt und Halbwelt an. Dabei ist die vornehme Gesellschaft eine merkwürdige Familie. Der Kontostand allein ist keine Eintrittskarte. Manche sind reicher als reich. Das neue Geld will mit dem alten Geld zusammen sein, unbedingt. Die drängen also schwer hinein und möchten auch da sein und möchten eingeladen sein und so. Aber meistens ist das so hier. Ich meine, das ist jetzt das neue Geld von den Russen, das neue Geld von den Pakistani, das neue Geld von den Indiern. Das ist alles hier auch vertreten, das auf der ganzen Welt. Wenn ich in New York bin, ist es auch in New York vertreten, in Monte Carlo. Es ist...
überall, überall. Und diese Leute werden empfangen manchmal, ja natürlich, weil jeder eben mit ihnen auch wieder Geld machen will. Es bleibt das Geheimnis der Baronen, woran alte Euros und neue Euros zu erkennen sind. Monegassischer Smalltalk eben. Der Erlös der zu Herzen gehenden Wohltätigkeitsgala an diesem Abend geht an die Alzheimer-Forschung. Es gibt Leute, die werden nie empfangen, weil sie einfach keine Klasse haben, weil sie das Savoir-vivre nicht haben. Und sie können einfach nicht mitspielen, so viel Geld sie auch haben. Das kommt nie. Das wird nie in Ordnung sein mit denen. Die kommen nie rein. Wenn sich auf dem Nürburgring Männer mit ihren Oldtimern in die Kurve legen, ist Helmut Becker gerne dabei. Aber das sind richtige Männer. Bei dem Wetter macht auch Spaß. Das ist ein Jaguar SS 100. Ich habe dieses Leben auch gelebt in dieser Form, wie ich sage, in Bewunderung und Verehrung meines Vaters. Denn er war ein typischer Gründerunternehmer, so ähnlich wie Grundig, Arzberger und wie sie damals alle dafür standen, dieses Land mit aufgebaut zu haben. Wie das Leben so spielt. Beckers große Liebe zu Autos fand kein Happy End. Ehrlich, ja. Sie endete tragisch. Ich habe insgesamt 100 Marken in Deutschland hereingebracht. Und das ist dann plötzlich, dann gewinnt man das Gefühl, man könnte alles. Und man kriegt dann die Bewunderung, dann dreht man ein bisschen ab. Und dieses Abdrehen und auch die Aktivitäten, die wir gemacht hatten. Ich habe etwas an der Realität vorbeigelebt. Ich habe mich natürlich wohlgefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt, ein Concours d'Elegance zu machen mit meinen Kunden. Das erste war 68 gewesen, 30.000 Kunden in unserem Betriebsgelände zu haben, 71, 100.000 Kunden zu haben. Und dann haben wir auf der Königsallee bis zu 500.000 Leuten gehabt. Da ist mir einfach meine eigene Begeisterung mit dem Hoffen, dass ich alles eben umsetzen könnte, durchgegangen und ich habe die Kontrolle über meinen Betrieb verloren. Philipp Daniel Merkle will alles anders machen als sein Vater. Das Ziel wird eben sein, möglichst schlanke Strukturen zu finden. Er hat vor kurzem eine Fabrik für Glasfliesen gekauft. Sie liegt weit ab in Kärnten. Hier predigt er eine neue Unternehmenskultur. Wir haben schon ein paar geändert mit anderen Farben. Merkle möchte für die alten Werte stehen. Nach allem, was er erlebt hat, propagiert er einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Es ist die Frage, auf welche Art und Weise erzielen wir die Profite. Und ich denke, das wird schon getragen und ist auch die Sehnsucht und der Wunsch, dass wir Profite erzielen auf eine Art und Weise, hinter der wir stehen können, die wir vertreten können und die auch zufrieden macht in dem Sinn. Meeting am Ufer des Wörthersees. Wirtschaftsprüfer berichten ihrem neuen Chef. Beginnen wir einfach hier das Gespräch. Philipp Merkle ist es gewohnt, Verantwortung zu tragen. Als es dem Merkle-Imperium noch gut ging, holte ihn die Familie in den Vorstand von Ratiopharm. Die wichtigste Säule der Firmengruppe. Ich wurde von der Familie, von meinem Vater, wurde die Entscheidung getroffen, dass ich die Geschäftsführung der Ratiopharm insgesamt übernehme. Es war auch mein Wunsch damals, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich fand diese Zustände vor, die kurz
kurz nach meiner Antrittsübernahme dann